Ich habe den Franz einmal so nebenbei beim Zahlen so in dem Lokal gesagt, sollten wir nicht einmal am Clubabend über die Redschriften machen? Und habe dabei gedacht, ich lerne jetzt dann endlich einmal was Gescheites dazu. Und habe mir gedacht, das macht der Günther vielleicht oder ich weiß nicht wer. Dann hat der Franz gesagt, na dann mach. Und so bin ich also dazu auserkoren worden, mein bescheidenes Wissen euch zu vermitteln. Es ist heute halt nicht sehr umfassend. Ein Registry-Spezialist bin ich wohl nicht. Aber ich traue mich halt, dass ich es mache. Es hätte vielleicht ein anderer auch machen können, nur findet sie halt keiner. Wir werden hier in dem Vortrag heute Texte sehen, die aus Wikipedia genommen sind. Deswegen habe ich das da reingeschrieben. Die haben ein Creative Commons Share Alike Lizenz, das heißt, ihr dürft es verwenden. Und ihr dürft es auch in dem PDF, wenn ihr es dann downloadet, auch haben, verwenden und anschauen. Und abgesehen davon braucht man nur in die Wikipedia gehen und sich das selber anschauen. Die Registry ist in der Wikipedia ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Ich habe Screenshots gemacht, dazu habe ich das RegEdit verwendet, das auf jedem Computer drauf ist, der Windows hat. Und ein Tool, das ich gekauft habe, zu den Tools kommen wir dann später noch. Und das JV16 Power Tools 10. Mittlerweile gibt es schon 2017, das kostet aber jedes Jahr neu und ich kaufe es mir nicht. Ich habe auch nicht die Tools gekauft, damit ich am Rechner herumcracken kann, sondern ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil das ein Registry Editor drinnen ist, ein Find and Replace. Das heißt, man kann das anwerfen, das Ding, und nach was suchen und der listet dann alle Vorkommnisse auf. Du kriegst also einen besseren Überblick als im RegEdit. Das ist ein bisschen mühsam. Wenn ich meinen Cursor finde, mache ich auch weiter. Wir sehen. Ah, sehr schön. Tja, das lese ich so, wie es da steht, vor. Das Verändern der Registry wird nicht empfohlen. Es wird ausdrücklich davor gewarnt. Wer nicht genau weiß, was er tut, sollte es lieber lassen. Oder zumindest ein Backup des Systems anlegen. Hier kommt die Fußangel. Im ganzen Vortrag kommt nicht vor, wie man Backup anlegt. Jetzt hat der Tristan freundlicherweise bei Microsoft nachgeschaut, wie man ein Backup macht. Und hat mir vorhin gesagt, Microsoft empfiehlt zwei Wege. Und zwar hängt es davon ab, ob man die gesamte Registry als Backup haben will oder von der gesamten Registry ein Backup haben will oder nur von einem Schlüssel mit allen Unterschlüsseln. Das werden wir dann schon noch verstehen lernen, wenn wir zur Exportfunktion kommen. Wenn man die gesamte Registry sichern möchte, sollte man einen Wiederherstellungspunkt anlegen, forcieren oder wie immer man das sagt. Und dann kann man mit dem Wiederherstellen diesen Status der Registry wieder laden. Das ist also eine Windows-Funktion, die das kann. Ich habe es im Vortrag nicht drinnen stehen. Wenn ich gut gelaunt bin, arbeite ich das noch ein. Spannend, sehr spannend. Da ist der Cursor, ich habe ihn schon. So, was werden wir heute tun? Wir beschäftigen uns einerseits mit der Struktur der Registry, also wie die aufgebaut ist als hierarchisches System. Wir beschäftigen uns auch ein bisschen so nebenbei mit RegEdit, wie man den verwendet. Wir schauen nach, welche Programme man für die Registry verwenden kann und was das ist. RegEdit ist schon erwähnt. Was ist in der Registry drinnen? Wir werden uns dann ein paar
Nüsschen herauspicken, die besonders interessant und häufig gebraucht werden. Das sind die Dateierweiterungen, die eine Verknüpfung mit einer Anwendung bekommen. Also beispielsweise, wenn du auf ein Doc-File klickst, doppelt, dann wird Word aufgemacht und das Doc-File wird geladen. Diese Zusammenhänge stehen in der Registry und das werden wir unter Dateierweiterungen anschauen. Wir werden uns anschauen Anwendungen, und zwar was Anwendungen in der Registry hinterlassen, wobei es da keine Regeln gibt, sondern das ist ein Wildwuchs sondergleichen. Aber es gibt doch einige, die sich ein bisschen dran halten. Wir werden schauen, das und wie es mit den Einstellungen bestellt ist, die in der Registry aufgehoben werden. Es gibt also Programme, die ihre Einstellungen nicht in Dateien aufheben, sondern in der Registry. Aber es gibt auch sehr wohl welche, die das in Dateien machen. Wir werden uns auch ein wenig, ganz kurz, beschäftigen mit den Windows Data Brand Keys, wie das so schön heißt. Das sind die Schlüssel. Ah ja, übrigens, Key ist der Begriff, der im Deutschen für die Registry als Schlüssel bezeichnet wird. Das ist ein Element, das wir dann kennenlernen werden. Das sind die Schlüssel, unter denen abgelegt wird, was beim Start von Windows gestartet wird an Programmen. Da gibt es also Unterscheidung, ob das für alle User gelten soll, der RAM-Key, oder ob der nur für den Current-User, der gerade geladen wird, wenn man, je nachdem, mit was man sich einloggt, gibt es verschiedene Schlüssel. Gut. Das ist etwas, was ich, kann man das lesen da oben? Aha. Die Windows-Registrierungsdatenbank, manchmal auch Registrierdatenbank oder Registrierung und meist nur Registry genannt, ist seit der ersten Version von Windows NT die zentrale hierarchische Konfigurationsdatenbank des Betriebssystems Microsoft Windows. Das habe ich da hergeschrieben, natürlich aus Wikipedia geklaut. Wenn ich schon vorher angib, dann darf ich das auch regelmäßig machen. In früheren Jahren, also vor Windows NT, das ist aber eine Weile her, hat das anders ausgeschaut. Das, was wir jetzt sehen, schaut so aus, als hätten wir es schon gemacht. Ich gehe daher nur ganz kurz drüber. Wir schauen uns also an, wo und wie eventuell ein wenig Windows-Informationen über die Hardware hält und wo Windows selbst Informationen hält über das Windows-System. Wir schauen uns an die Zuordnung Dateierweiterung zur Anwendung, das habe ich schon erwähnt. Wir schauen uns die Registrierung von Anwendungen an, falls da eine Anwendung auch mitspielt. Das Speichern von Einstellungen, früher waren das INI-Dateien in der guten alten Zeit, bevor es noch ein Registry gegeben hat. Und das sollten die INI-Dateien eigentlich ablösen. Dann schauen wir uns noch die Benutzerkonten an. So, jetzt geht es einmal der erste Schritt in die Registry. Geht es um Schlüsselwerte und Datentypen. Zunächst müssen wir mal kennenlernen, was das ist. Es gibt Hauptschlüssel und Unterschlüssel, oder Wurzelschlüssel heißen die Hauptschlüssel auch. Die sind die, die ich gelb angestrichen habe. Das sind die, die in unserer Windows 10 Registry vorkommen. Das ist das HKEY Classes Root, HKEY Current User, HKEY Local Machine. Dann noch etwas, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen, das ist HKEY Users. Das heißt, das System braucht es, aber wir tun nichts damit. Und das HKEY Current Config. Nicht jedes Ding ist ein Originaldatencontainer, sondern manche Sachen sind Spiegelungen von Teilausschnitten eines anderen Containers. So ist zum Beispiel HKEY Classes Root eine Spiegelung von HKEY Local Machine Software Classes. Ich will das nicht alles vorlesen jetzt im Detail. Ich sage euch nur, lest euch das dann durch, wenn ihr es braucht.
weil da steht drinnen, wie das zu verstehen ist. Also es ist, HQ Classes Root ist sehr nett und ist ein Teil von HQ Local Machine und sogar von HQ Current User teilweise. Früher hat es noch andere Schlüssel gegeben, die interessieren uns heute nicht. Frage? Ja? Es gibt da eigentlich nur zwei Hauptschlüssel, weil die anderen sind ja in diesen unteren enthalten. Ja. Also es gibt nur den Current, die Local Machine und die Users. Ja. Gibt es eigentlich nichts. Ja, die Current Config wird geladen, weil ich mir nicht ihr beim Start von Windows ebenso. Das ist die Hardware-Konfiguration. Der Classes Root, glaube ich, ist auch extra. Bitte? Der Classes Root, glaube ich, ist auch extra. Der ist nicht in Maschine da. Der Classes Root, ist irgendwo drinnen, schau. Classes Root kommt als Local Machine. Das ist das Ganze nur oben drinnen. Du findest, also du findest zum Beispiel die Dateiverknüpfungen, findest okay, du ja. Unter HQ Classes Root gleich am Anfang. Du findest sie unter HQ Current User, unter Classes. Und du findest sie unter HQ Local Machine Software wieder unter Classes. Wenn man jetzt was sucht, findet man das dann tatsächlich dreimal? Ja, ja. Das findest du dreimal. Eine Veränderung an einem wirkt sich auf alle anderen. Ja. Das schon. Also es kann durchaus passieren, dass du ein Vorkommnis von etwas suchst, und das gehört zu den Dateiverknüpfungen und du änderst es an einer Stelle und suchst weiter, findest dann, weil die Registry noch nicht, das was im Reg-Edit drinnen ist, noch nicht updated ist, findest das noch einmal, kannst das aber nicht ändern, weil es schon geändert ist, das ist mir schon passiert. Lauter. Den Befehl muss man nachher ausführen. Na, du brauchst nur den Reg-Edit schließen und die Sachen werden alle gespeichert. Ja. Ja. Speichert schon, aber ausgeht. Es wird, also grundsätzlich ist es ja so, wenn Reg-Edit startet, werden Hives geladen. Das kommt man gleich drauf, was Hives sind. Und wenn du Reg-Edit verlässt und ein Hive hat eine Änderung gehabt, dann wird das zurückgeschrieben. Ob das laufend zurückgeschrieben wird oder mit Verzögerung, aber auf jeden Fall beim Schließen. Weißt du das, Günther? Ja. Aha, guten Morgen. Ja. So, wir schauen uns das. Ich habe gelb angestrichen, was wir uns anschauen werden. Also, wenn ich das von vorhin gewünschte. Ich würde mal starten. Die gewünschte Dateiverknüpfung, wie oft man das findet. Wir sagen jetzt drinnen im. Aha, sehr fein. Ich bin drin, aber die. Grrr. Bitte? Links oben. Cursor. Nein, ich suche nicht den Cursor. Ich habe auf meinem Bildschirm habe ich den Registry Editor gestartet. Ja, da. Aber. Das ist der duplizierte Schirm, der zweite Schirm. Ja. Was muss ich ändern? Die Anzeige von auf Duplizieren muss ich gehen. Aha, das war erweitern. Okay, jetzt haben wir auf Duplizieren. So, der hat das selbst, ich habe sie vorher auf Duplizieren gehabt, aber das PowerPoint hat das geändert. So, wenn man da jetzt zum Beispiel .386 sucht, oder sowas ähnliches, dann findet man das unter HQ Classes Root, da hier. Also Computer, HQ Classes Root, 386, suchen wir das halt einmal. Bearbeiten, suchen. Punkt 386 und wir können das einschränken auf Schlüssel, weil es ist ein Schlüssel, den wir suchen. Also die Schlüssel sind diese Ordner da? Ja, es kommt gleich. Es geht jetzt ein bisschen überlappend.
Habe ich das falsch geschrieben? Das hätte ich schon längst finden müssen. 386? Na, was ist da vor 386? Ein Strich oder ein Punkt? Ein Punkt. Komisch. Dann kann es aber nur an dem Schlüssel liegen. Also ich finde das komisch. Da ist er schon, haben wir schon. Wenn man nur anklickt, müsste ja auch was kommen. Ja, nein, ist schon da. Und wenn ich jetzt weiter schaue, ich tue das ein bisschen abkürzen und tue das unter... Nächsten, unter Current User. Weitersuchen. Das finden wir dann auch bald einmal. Leider sind die Suchen in der Register immer ziemlich mühsam und langsam. Wenn es uns langsam ist. Das ist praktisch dasselbe, was wir vorher schon. Ja, und zwar unter Classes. Ja, unter Hardkey Current User, da war nichts, aber unter Local Machine gab es was. Aber es, und wie wundert das, weil unter Current User Software gibt es auch ein Classes. Und da drinnen gibt es, aha, da gibt es den 3.6er-Tasker nicht. Da fällt der 3.6er-Tasker, aber andere sind da. Ja. Na gut, wie auch immer. Das war jetzt einmal ein kurzer Ausflug. Mit diesen drei werden wir uns heute beschäftigen. Und dann werden wir am besten das Ding... Wie stelle ich das jetzt wieder ein, dass das PowerPoint nehme ich ein? Schau jetzt einfach aus mit Escape und jetzt klicke wieder auf diesen mit Escape ausschalten. Ja. Und jetzt klickst du wieder da auf diesen Projekt. Ja, aber dann habe ich wieder erweitern Modus. Ja, klar. Nee, wollte man aber nicht. Ja. Na gut, egal. So. Das, haben wir, das war die letzte Folie. So, die nächste Folie ist, beschäftigt sich mit Werten. Die Werte, ja, man muss dazu sagen, Schlüssel sind in der, siehst, das, deswegen wollte ich das nicht haben. Weil ich kann nicht zwischen der Registry und dem hin und her fahren, das geht so nicht. Entschuldigt bitte, das ist ein bisschen mühsam, wenn man es nicht so perfekt ist wie der Franz. Der kann das nämlich sehr gut. Das, was wir hier sehen, sind die Root Keys, die Hauptschlüssel. Wenn wir das aufmachen, sehen wir hier Schlüssel. Zum Beispiel schauen wir uns da an, was weiß denn ich, Hausnummer AIF. Das hier, VCL Backup, Content Type und Standard sind Werte. Und das, was ganz rechts steht, sind die Daten. Da steht ja hier Name, das ist der Name des Werts, Typ vom Wert und Daten. Nur damit man mal sieht, wie das in der im RegEdit abgebildet wird. Aber wenn ihr schon einmal reingeschaut habt, ist euch die Situation eh vertraut. Die Datentypen von den Werten können fünf verschiedene sein. RegBinary, RegDWord, QWord gibt es auch, SZ, ExpandSZ und MultiSZ. Da lest euch einfach durch, was das bedeutet. Ich sage es jetzt einmal kurz daneben. RegBinary ist ein Wert, in dem Binärdaten gehalten werden. RegDWord wird ein Binärdatentyp, wo 32-Bit-Integer-Werte gespeichert werden und QWord mit 64-Bit-Integer-Werten. Das sind also 8 Byte. DWord ist 4 Byte groß. SZ ist der wichtigste Schlüssel, denn den können wir lesen. Das ist eine Zeichenkette aus Unicode-Schriftzeichen.
Expand SZ ist ebenfalls eine Zeichenkette aus Unicode-Schriftzeichen, die aber Umgebungsvariable enthalten kann oder so wird normalerweise. Und wenn man den Schlüssel, einen Schlüssel ausliest, um den Wert und seine Daten zu bekommen, wird die Umgebungsvariable expandiert. Also wenn dort zum Beispiel steht, wir werden es uns gleich anschauen. Multi-SZ ist zum Speichern von mehreren Textparametern. Hier seht ihr es als Beispiel. Ich habe hier unter einen Schlüssel angelegt, der heißt 00Test, damit er gleich nach HQ-Current-User kommt in der alphabetischen Reihenfolge. Und habe 6 verschiedene Werte erstellt, die ich immer genannt habe, Wert und den Typ, den es hat. Jetzt steht der Typ da herüben eh noch einmal. Das sind all die Typen, die wir vorher kennengelernt haben. Und jetzt mache ich das ein bisschen größer, damit man das besser sehen kann. RegSZ in der Mitte, da habe ich einfach eintippt, ADS, FD etc., also so Kritzelbritzel auf der Tastatur. Und das ist genau so zu sehen. Multi-SZ sind mehrere solche Strings. RegExpand-SZ enthält im Original, dort wenn man definiert, zum Beispiel %UserProfile%, das ist die Umgebungsvariable, und dann weiter Documents Custom Office Templates. Wenn man das jetzt dann ausliest, kommt statt dem User-Profile, schauen wir uns genau an, in der Registry. Ich zeige euch, was passiert, und zwar zeige ich euch das anhand eines Eingabefensters, indem ich hier herschreibe Echo und das Ganze. Dann sieht man in der zweiten Zeile, was aus dem User-Profile geworden ist, nämlich Users Georgie. Und dann geht es weiter mit Documents Custom Office Templates. Das ist notwendig, solche Umgebungsvariablen sind im Windows-System da. Das ist notwendig dazu, dass man allgemein definieren kann, wo Pfade hinführen, unabhängig davon, welcher User eingeloggt ist. Denn die Umgebungsvariablen werden für den User speziell gesetzt, jeweils, wenn er sich einloggt. So, schauen wir weiter. RegSZ. Beispiele für RegSZ sind zum Beispiel, schauen wir auf der linken Seite, sieht man blau hinterlegt, .3gp ist eine Dateierweiterung. Auf der rechten Seite steht, was alles dazu angegeben ist. Das sind lauter RegSZ-Strings, das heißt, man kann es einfach lesen, weil es ist einfacher Text. Genauso kann man es einfach editieren. Man braucht nur draufklicken und dann geht es schon. Das zeigen wir einmal her kurz. Ich zeige es zwar jetzt, ja, zeige ich es doch halt mit dem 3GB her, wenn wir es schon gehabt haben, da 3GB. Bitte? Zum Beispiel Content Type, öffnet sich ein Fenster, hops. Da öffnet sich ein Dialogfenster, wo drinnen steht Video 3GB, und das kann man so editieren. Da kann ich drinnen mit meinem Cursor herumfahren und kann das editieren. Und wenn ich fertig bin mit dem Editieren, kann ich OK drucken. Oder ich kann auch abbrechen sagen. Also so einfach geht es mit der RegSZ. Wenn man die Expand-SZ, die haben wir schon, die Multi-SZ anschauen möchte, sieht
sieht man, dass die Strings, die einzelnen, untereinander angeboten werden zum Editieren, und wenn man editiert sie ganz normal. Am Ende machst du einen Carriage Return und damit ist der String terminiert. Ein häufiger Fall für einen Pfad, wo eine Umgebungsvariable vorkommt neben dem vorgenannten User-Profile, ist UpData. Das ist nämlich genau der Weg zum User-Profiles, zu den verschiedenen und auch den generellen Daten, die im Profile liegen. Application Data heißt es, da werden viele Sachen gespeichert, auch unter anderem die Einstellung von vielen Programmen. So, das machen wir nur ganz kurz. Das sind weitere Beispiele. Ist weiter nicht weltbewegend. Wenn man einen solchen Key wie dieses 00-Test, das ich da gemacht habe, rechts klickt und exportieren sagt, kann man eine Datei speichern, die Extension.rec bekommt. Wenn man diese Rec, die eine Textdatei ist, dann in einem Editor, ich verwende den Notepad++, wenn man das mit einem Notepad lädt, dann sieht man das, was im rechten Fenster steht. Ja? Man sieht dort zum Beispiel, dass der Rec Expand SZ absolut nicht les- und auch nicht editierbar ist, weil der ist Hexabytes, hexadezimale Bytes, und das ist unbrauchbar. Das Multi-SZ ist genauso eine fürchterliche Darstellung. Ich hole das jetzt einmal näher heran. Reg.sz könnte man in diesen Reg-Files editieren. Das ist lesbar. Binary ist schon wieder eine Hex-Darstellung. Ich meine, wenn man sich sehr damit spielt, kann man vielleicht was ändern. Würde ich aber auch nicht unbedingt empfehlen. D-Word und Q-Word sind normale Hexadezimalzahlen. Bei Q-Word ein Byte nach dem anderen mit Beistrichen, während das D-Word ist eine echte, eine einzige Hexzahl. Warum erwähne ich das überhaupt, dass man das speichern kann? Man kann nämlich einen einzelnen Registry-Key mit seinen Unterschlüsseln in Form eines Reg-Files, einer Datei, ablegen und hat damit diesen exportierten Key so zur Verfügung, dass man später durch Doppelklicken auf die Rechtdatei das Ganze wieder in die Registry laden kann. Das heißt, man hat eine Möglichkeit, ein Backup zu machen von einem kleinen Teil der Registry. Man braucht also nicht unbedingt den Wiederherstellungspunkt, in jedem Fall und immer. Man kann nämlich ganz genau nur auf die Options vom Word beschränken beispielsweise, und da möchte ich herumfuhrwerken drinnen, dann wäre die Options von Word exportieren und mal gut aufheben. Und wenn ich fertig bin mit meinen Spülereien und feststelle, es hat nichts gebracht, lösche die Options in der Registry, soweit es geht, klicke auf das Reg-File doppelt und passt schon. Ist schon wieder da alles. Doppelklicken heißt, wenn man sagt, rechte Maustaste, ich schaue mir das gleich an. Da haben wir so einen Reg-Schlüssel, Word Security zum Beispiel. Ich mache das ein bisschen größer, damit ihr es besser lesen könnt. Word Security, rechte Maustaste drücken. Das heißt zusammenführen. Und wenn man da drauf druckt, wird der Registry Editor gestartet. Ob das jetzt ein zweites Mal noch geht, ist die Frage, das weiß ich nicht. Und jetzt kommt eine schöne Messagebox, die schauen wir uns später noch genauer an. Jetzt klicke ich es weg, weil ich will das Ganze nicht ausführen. Die Messagebox
kommt hier als nächste Seite. Durch das Hinzufügen von Werten oder Informationen können Werte unbeabsichtigt geändert werden. Also entweder man führt zusammen mit rechter Maustaste zusammenführen oder man macht Doppelklick auf das Regfeld, dann wird das Hinzufügen von Werten gestartet mit den Werten, die in der Datei drinnen sind. Ist eine beliebte Methode, um Einstellungen von einer Seite auf eine andere Seite zu transportieren, also vom User A zum User B in einer Firma beispielsweise, wenn sie sonst keine Methoden haben, das zu transportieren. Gibt es zu dem, was wir bis jetzt gemacht haben, irgendeine Frage oder ist euch eh schon so fad? Weil es ist einfach fad. Ja, das muss man erst beginnen. Ja. Gut. Ja, bitte. Ich glaube, dass das, was du uns jetzt alles gesagt hast, in der Praxis noch nie einmal angewendet hat. Ja, es ist aber notwendig, dass man... Ja, natürlich vorher da drin, um was tun, wenn man was verstellen will. Aber was ich, dass das reparieren tut. Na, sag mal Beispiel. Nur wenn dir irgendwas passiert, zum Beispiel auf einmal sagen, ist das System total verwurzt, weil irgendein Programm beim Installieren zu daneben gegangen ist oder was. Willst du das ganze Windows frisch aufsetzen, dann machst du einmal versuchen, da liegt das Aussetzgrill. Dass das demultiert. Auf wieder Herstellung, zwei Tage bevor ich das installiert habe. Wo du das nicht gemacht hast? Wiederherstellungspunkt. Wo du das nicht gemacht hast? Hast jede Menge, die legt er ja automatisch an. Manchmal. Ja, aber dann suchen wir halt den, der der vorliegenden letzten Wiederherstellung kommt, der eine verschränkte Hände oder der von Zigaretten. Ja, aber der Zustand ist vielleicht nicht höchst. Ja. Gut, ich will den Zustand in der HDV sowieso nie. Das ist aber wieder ein anderes Kapitel. Das ist ein anfühlendes Programm. Ja. Also wo ich das kenne, wo man das mit den Rechtdateien macht, und wenn das Administratoren machen das gern, ja. Wenn sie nicht über Gruppenrichtlinien irgendwelche Einstellungen und Betriebssystem ändern wollen, ja, was man am Domain-Controller quasi auch einstellen kann, man kann zum Beispiel sie raussuchen, eine ganz beliebte Geschichte ist, also ich stelle mir bei jedem Windows immer gleich ein, dass ich die Dateierweiterung sehe. Ja. Ja. Das ist eine Einstellung, die geht mir am Nerv, dass das ausgeblendet wird. Ja. Das ist jetzt völlig und theoretisch kann man sich nach, und wenn man das umstellt, wird in Wirklichkeit im Benutzerprofil des lokalen Users ganz einfach, der gerade Achmed ist, in der Regie selber so umgestellt. Wenn man weiß, wo das ist, kann man sich nur diesen einzelnen Schlüssel exportieren und kann sie zum Beispiel ein Skript machen, das quasi immer einen Rechner hat, den man eigentlich aufgesetzt hat, dass man jede Menge von diesen Rechner quasi per Skript einspielt und schon habe ich meine Lieblingseinstellungen alle, die haben wir. Ist ein bisschen eine kryptische Methode, aber das soll sein, ja. Soll vorkommen, dass man das macht. In der Domäne selber, ganz einfach, geht das über Gruppenrichtlinien noch viel besser. Aber da muss man erst einmal lernen, wie man Gruppenrichtlinien einspielt. Ja, und dann muss man eins wissen, genauso wie die Systemsteuerung, die von Microsoft vorgesehene Methode ist, in der Registry was zu verändern, genau die Gruppenrichtlinien des eine Stufe höher in der Verwaltung. Du musst dann zuerst einmal wissen, wo sich das, was du änderst, über die Gruppenrichtlinien in der Registry widerspiegelt. Und wenn du das nicht weißt, hast du halt ein Pech. Ja. Aber das sind Zusammenhänge, die nirgends beschrieben sind. Das muss man auch dazu sagen. Ja, auf das kommt man vielleicht drauf. Ja. Da hast du nichts mit Gruppenrichtlinien. Das ist schon ein bisschen länger her, dass man mich mit so einem Problem beschäftigt hat. Da hatte ich noch Windows Vista. Ja. Und aus verschiedenen Gründen waren da nur 2 GB möglich als gesamtrealer Speicher. Ja. Was relativ kurz dazu führt, dass der Anfang auslagert. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn du verschiedene Programme installierst, Google zum Beispiel, so eins, was du gerne installierst, du sagst, ah ja, und dann hast du das für alle Browser und ich weiß nicht für was alles, was das schon nicht drin hat. Und ich will aber eigentlich Google zum Beispiel gerade dann einen Speicherplatz und so gehen, nur dann haben, wenn ich es wirklich brauche. Das heißt, wenn ich mein Internet Explorer oder mein Firefox starte, soll nicht als erstes Google kommen, wenn ich es nicht brauche. Sondern ich weiß nicht, gehe nicht. Aber das ist ja nur eine Webseite. So, ja, ja, es steht aber drin, man kann ja den Start-up von dem jeweiligen Explorer ändern. Ja. Das kannst du sowohl bei Firefox
wie bei der Niederexpo, wo ich immer machen. Tust du? Und ich habe mir gedacht, das Einfachste war von mir dieses About Blank. Da kann er nicht viel laden und da kommt er auch relativ rasch hoch. Ja. In der Situation haben wir super Spaß. Ja. Das hat geholt, dass du über die Einstellung zweimal den Internet Explorer startet und der Google war da. Ja. Daraufhin habe ich nachgeschaut und hat dann Microsoft eine Anleitung dazu gegeben für den Fall, dass es so Programme gibt, die so hartnäckig sind. Gibt es mehrere Methoden, wie man das aussagt. Und da kommst du relativ bald in die Registry rein. Ja. Also habe ich da Registry. Das Google.com.de weiß ich wie oft. Erstens bei jedem Browser, weil für jeden Browser ist irgendein User-Sage-Gitter irgendwas drin. Und ich weiß nicht, das muss sonst einer genügend Eintrag haben. Und bei der Gelegenheit würde ich nur sagen, wann sie das installieren, sagt der Typ, das Google und meine Sachen sind gut und gut und ich habe auch jetzt 5 Parameter. Und bei den 5 Parametern, wenn du dann dort schaust, hast du alles mögliche anderes drin. Ja, also über die Menschen. Ich habe es nie geschafft, Google je von meinem PC herunterzutun. Nicht einmal mit den installieren. Also die Nützlichkeit, also was meine Leben mit Windows betrifft. Die Nützlichkeit der Registry hat sich bei mir hauptsächlich darauf beschränkt, zu suchen und zu finden in der Registry und drauf zu kommen, wie ein Programm Informationen verwaltet. Also beispielsweise, dass sie das Ding was aufhebt und beim nächsten Mal wieder verfügbar hat, ohne dass ich das weiß. Ja, ja. Und ich wollte das aber weg haben. Ja, ja, kann man gern wollen, aber... ja, wie auch immer. Über die Nützlichkeit des Wissens, also suchen, nachschauen, ohne was zu verändern, bildet eine gewisse Menge an Wissen im Zusammenhang mit der Registry, weil man sie kennenlernt. Was gezielt verändert, da muss man schon viel wissen. Die Nützlichkeit von all dem, was wir hier heute erwähnen, kommt relativ spät weiter hinten. Da habe ich 3 Leute befragt und interviewt und jeweils einen Satz aufgeschrieben, was die Person dazu meint, was sie denn überhaupt in der Registry tut, wenn denn überhaupt. Jetzt beschäftigen wir uns einmal mit der Datei, damit wir verstehen, wie die Dateierweiterung zu einer Anwendung verknüpft wird. Wenn man zum Beispiel nachschaut, wo muss ich drauf drücken? Oben. Vorwärts? Nein, nicht vorwärts. Da. Ja. ZIP ist die Dateierweiterung meiner Wahl. Und wenn man da draufklickt, sieht man, dass da einiges an Einträgen da ist und auf der rechten Seite, direkt zu ZIP gehören, auf der rechten Seite gibt es auch einige Einträge. Der wichtigste Eintrag ist der gelb hinterlegte winrar.zip. Georgi, ja? Kannst du das mit dem Mauszeiger machen, weil dann haben wir es nämlich noch Video auch drauf. So ja, das haben wir es nur im Raum. Es wäre besser. Kann ich. Also im winrar.zip hier auf der Seite erkenne ich, dass ein Programm installiert ist, das WinRAR heißt und eine Verknüpfung auf eine ZIP-Datei hat. Deswegen steht da WinRAR.ZIP. Das ist rein mnemotechnisch gemacht, das hat überhaupt, ich könnte es militant genauso nennen, das ist ganz wurscht. Wichtig ist, dass dieselbe militant hier auch wieder steht, nämlich dieses WinRAR.ZIP und dann gibt es ein Default-Icon und Shell Open Command. Das sind die wichtigsten Dinge bei der Dateiverknüpfung. Das Default-Icon, das schauen wir uns jetzt im Regedit an, wann ich es wieder finden wird. Das hat sich nämlich verabschiedet. So, Haki Classes Root. .z und da irgendwo wird es das ZIP sein, da haben wir schon. ZIP, das ist WinRAR.ZIP. Jetzt muss man da weitergehen zum WinRAR.ZIP, das heißt da hier WinRAR.
Punkt 7, das haben wir schon. Das Default-Icon ist das erste Icon, was in der Exe-Datei gespeichert ist. Das hat die Ziffer 0 und es gibt wahrscheinlich eh nicht mehr. So, und jetzt die Shell, gehen wir zum Open-Kommando. Da steht, das was wir auch im, hier in der Folie sehen, hier im Open Command steht diese Zeile hier. Aus der Zeit, wo wir noch mit der Eingabeaufforderung zu tun hatten oder zu DOS-Zeiten oder wenn wir mit Batch-Dateien zu tun haben, kennen wir die Parameterübergabe an Dateien, wo man was in die Datei hinein übergeben kann. Hier wird eigentlich im Prinzip dieselbe Methode verwendet. Es wird hier angegeben, wie ein Programm aufzurufen ist. Man kann diese Zeile, wie sie da steht, wenn man anstelle des %1 einen gültigen Dateinamen angibt, kann man das in ein Fenster, in eine Eingabeaufforderung eintun, Return sagen und das startet schon. Es passiert nichts anderes, als dass diese Zeile an die sogenannte Shell vom Explorer weitergegeben wird. Und wenn da jetzt irgendwelche Prozentzeichen drinnen stehen und das ein Reg-Expand-SZ-Key war, passiert genau dasselbe. Denn die Umgebungsvariable wird ja aufgelöst und dann kann man auf tatsächlich den richtigen Pfad zugreifen. Also das ist eine Funktion der Explorer-Shell, das zu können. Eine solche Verknüpfung, diese Definition in der Verknüpfung zu einem Programmaufruf zu machen. Ich habe mir gedacht, wir spielen da ein bisschen mit dem Ding und machen statt dem Open Command einen Key selber, der heißt noch ein Open und machen darunter ein Command, ganz genau gebaut, nachgebaut dem Open und Command und schreiben auch denselben Key hinein. Jetzt schauen wir uns an, was in der Praxis tatsächlich passiert. Wenn ich mir eine ZIP-Datei anschaue, irgendwo habe ich eine. Hier. Wenn ich da jetzt sage, rechte Maustaste, seht ihr schön, dass da Öffnen steht. Obwohl in der Registry brav drinnen steht Open, ist es mit der multinationalen Version von Windows offensichtlich so, dass der den Open Key in einen das Open Word in ein Öffnen Word on the fly übersetzt. Sonst könnte es nicht dazu kommen, dass da Öffnen steht. Weil ich habe drunter geschrieben noch ein Open und das steht schon brav da, das noch ein Open. Da könnte man genauso hinschreiben, öffne zweimal und kann zwei Befehle absetzen. Einmal das ZIP mit dem WinRAR öffnen und einmal das ZIP mit dem Explorer öffnen. Könnt ihr durchaus machen, wenn ihr das wollt. Hat keinen Sinn, aber ist machbar. Wir haben auf. Machen wir jetzt vielleicht schon, zum Beispiel, wenn du zwei Backup-Programme hast. Ja. Weil manchmal nicht alles mit jedem geht. Wenn du zum Beispiel WinRAR hast und 7-ZIP zum Beispiel. Ja. Würde ich aber nicht in einem Open Command verstecken, sondern ich würde da extra zwei Commands zur Verfügung stellen, wo drinnen steht Open mit. Open mit dem und mit dem. Open mit dem und das kann Windows bereits, das heißt, wir brauchen es gar nicht machen. Weil das heißt Öffnen mit. Das sieht man da unten, jetzt etwa in der Mitte, Öffnen mit, wenn man das anklickt. Ups. Ich sage es noch einmal, öffnen mit. Da sieht man ja zum Beispiel den Windows Explorer und den WinRAR Archiver. Das heißt, dann brauchst du so gar nicht machen, das was du vorgeschlagen hast, weil das kann das der Explorer von vornherein schon. So. Das sollte euch nur zeigen gleichzeitig, wie einfach die Benutzeroberfläche zusammengestellt wird bei den Verknüpfungen mit den Dateien. Immer ist es Shell Open Command. Das ist eine der grundlegendsten Konstruktionen in Windows Shell.
andere heißen zum Beispiel Shell Reed beim Acrobat. Mit Acrobat Reader TC öffnen. Dann steht dann dort in der rechten Maustaste und als Schlüssel. Acrobat DT Exchange gibt es auch, DDE Exchange gibt es auch. Das gehe aber nicht darauf ein, was das ist. Das ist eine Methode, um Programme zu starten mit Parameterübergabe an das Programm. So. Hier seht ihr das, was ich euch vorhin gezeigt habe, mit dem noch ein Open. Und das Öffnen mit, was ich da auch gezeigt habe. So, zu diesem Teil mit den Dateierweiterungen gäbe es noch viel zu sagen, aber wir werden das nicht tun, weil das eine Einführung in die Register sein soll und nicht weiter hinein in die Tiefe. Habt ihr Zeit zu fragen, weil sonst kommen wir zum nächsten Punkt. Scheint also nicht der Fall zu sein, dann gehen wir weiter. Es gibt bei der Register etwas, das sich Hives nennt. Ein Hive ist ein Bienenkorb. Warum das Bienenkorb heißt, weiß ich nicht. Bitte? Ja, weiß ich nicht. Die Registry verliert eigentlich nicht am laufenden Band was. Zumindest. Schau einmal, ob was am Boden liegt. Da muss ja Die Registrierungsdatenbank wird über mehrere Dateien verteilt gespeichert. Ihr müsst euch vorstellen, dass wenn euer Computer tot ist, also er ist abgedreht, runtergefahren und ihr startet ihn, dann muss im Laufe der Zeit, mit dem Booten beginnt es, muss im Laufe der Zeit dann auch die Register in den Hauptspeicher geladen werden. Das geschieht dadurch, dass einzelne Dateien aus dem Dateisystem geladen werden in den Hauptspeicher, eventuell angepasst, und dann werden auch diese Kopien, die gespiegelten Schlüssel werden auch dabei erstellt, und in dem Zusammenhang gibt es also die Frage, welcher Teil von der Registry wird wo in welcher Datei gespeichert. Diese Dateien sind in verschiedenen Verzeichnissen des Rechners abgelegt und die Registry wird in mehrere Teilabschnitte unterteilt gespeichert. So, schauen wir auf die nächste Seite, die gehen wir nicht durch im Detail, nur wir sehen hier, ein Hive hat einen Namen, da steht zum Beispiel HK Current User, HK oder kurz gesagt HKU Benutzer SID, ja, jetzt wurscht, HK Current User, ist in der Anti-User-Dat. Dann gibt es eine BCD, dann gibt es eine Components, dann gibt es eine SAM, die ist wichtig, gibt es eine Security, Software, System, Default und was weiß ich alles. Die sind an verschiedenen Stellen gespeichert. Wo sieht man hier? Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Ist nur der Vollständigkeit halber aus der Wikipedia abgelichtet, weil es so schön zusammengestanden ist. Sonst zu den Hives möchte ich eigentlich nichts mehr sagen, weil wenn man es zusammenhauen will, kann man es gern machen, aber sehr sinnvoll scheint es mir nicht zu sein. Wesentlich ist, dass alles, was an Hives herumliegt, in die Registry geladen werden kann. Man kann also auch in eine vollständig geladene Registry unter einem selbst erstellten Schlüssel einen Hive laden. Dann hat man dann die Registry entsprechend aufgebläht im Speicher natürlich, kann dann herumfurschteln, aber damit habe ich mich nicht beschäftigt, will ich auch nicht. Wäre aber der Weg, die Registry eines toten Systems zu verändern. Also wenn da zum Beispiel einen User hast, der jetzt nicht eingeloggt ist, dann ist die Anti-User-Dat frei von dem User und du könntest die Anti-User-Dat laden
verändern und rückspeichern. Und wenn der User das nächste Mal sich einloggt, wird seine veränderte Entität geladen. Ist aber absurd, das zu tun, weil das ist viel gescheiter, man lässt den User einloggen und macht es dort. Oder man macht es gleich gar nicht, weil das viel zu riskant ist. Gut, Speichern von Einstellungen und Informationen. Das wird jetzt eine kleine Runde durch die Möglichkeiten, Einstellungen zu speichern. Hier, gelb angestrichen, steht C-Programme. Das ist eine schlechte Lösung, weil da kann man nur mit Adminrechten schreiben und außerdem sollte das überhaupt schreibgeschützt sein. Aus meiner Sicht, weil dort, wo Programme sind, sollten keine veränderlichen Daten liegen. Wie auch immer. User Profile Updata Roaming ist ein häufig gewählter und Updata Local ist auch ein manchmal gewählter Platz, wo im User Profile die Daten gespeichert werden. Program Data ist ein Verzeichnis, wo Daten gespeichert werden, die alle User betreffen. Also nicht User Profile, sondern das ist das All User Profile. Wenn euch das interessiert, lest euch das genauer durch oder geht es in die Wikipedia und der Registry nachschauen, da steht dann noch ein bisschen mehr dabei. Ich will das im Detail nicht bringen, weil man muss eh im konkreten Fall suchen, wo die Sachen aufkommen werden. Ich habe zum Beispiel mal jetzt herausgesucht, wo Word die Options ablegt. Nur als Beispiel. Man sieht das auf der linken Seite, Word Options, den Schlüssel selbst sieht man auch da unten, Haki Current User Software Microsoft Office 16.0 Word Options. Ist aber nicht, muss sich das nicht merken. In der Mitte steht zum Beispiel, die Personal Templates sind in einem Regexpand SZ-Wert untergebracht mit C-Users, Georgie Documents und so weiter. Da sieht man, dass Microsoft selbst Inkonsistenzen erzeugt, weil C-Users Georgie wäre ja eigentlich User Profile, Prozent User Profile, Prozent, und es ist eh schon ein Regexpand SZ, also warum schreibe ich nicht gleich die Environment Variable hin? Aber nein, sie haben es aufgelöst, weil das Word wurde installiert unter dem User Georgie und daher haben sie es halt so gemacht. Ist ein bisschen inkonsequent, meine ich. Aber bitte. Was man sich sonst noch aufhebt, sind zum Beispiel die Sachen, wo das Programmverzeichnis. Wo ist denn das Word installiert? Unter Programmdir heben sie sich auf, zum Beispiel. Ne? Sonst sind viele binäre und D-Word-Switches. Die D-Words sind meistens Sachen, wo man einstellen kann, eins aus mehreren. Also drei runde Ringeln untereinander, so Radio-Buttons, wie das so schön heißt. Ganz kurz, möchte noch wer was trinken, weil ich bin oben alleine. Jetzt könnte ich noch eine Runde machen. Ja, klein Braun, das ist schon braun. Großen Braunen. Großen Braun, klein Braun. Ja, auch einen großen Braunen. Ja, Oberleitung. Nachdem ich gesagt habe, wir schauen uns da an, wo Einstellungen aufgehoben werden, ist es nicht immer nur in der Registry. Unser bewährtes CC Drive, das mit OnCloud funktioniert, hat eine Datei oncloud.cfg angelegt, um darin verschiedene Sachen aufzuheben. Und an sich hat das OnCloud keine Funktion, wo man den Cloud-Speicher, also das, was repliziert wird am eigenen Rechner, von einem Pfad in einen anderen zu verschieben. Das geht gar nicht.
Du müsstest das sozusagen alles löschen und neu synchronisieren und dann lädt er wieder die Gigabytes herunter en masse. So wie das auch OneDrive macht. Das macht es ja ungeschickt, aber was soll's. Und ich habe das anders gemacht. Ich habe gesucht, wo das abgelegt wird. Im Editor sieht man, dass da unten steht 0/Folders OnCloud Logepath D Users Georgie OnCloud. Vorher ist da C Users Georgie OnCloud gestanden. Ich habe mir gestattet, auf D einen Pfad anzulegen, der genauso ausschaut. Habe die Dateien alle hinüber gemoved, was ja am Rechner selber von einer Platte auf die andere relativ leicht geht oder von einer Partition in die andere. Hab das OnCloud abgedreht, hab das C auf D geändert und bin wieder hochgefahren. Und schon hat sich OnCloud dort vergnügt, wo ich es wollte. Und das hat ihm gar nichts gemacht. Ging ich genauso, wenn es in der Registry war. Ist aber nicht. Die brauchen wir nicht, die Folie. Und die brauchen wir, ja. Ich habe so ein schönes Programmli, das heißt Simple Mind. Das ist Mindmap Software. Und da hebt sich das Ding auch in Regex-Z-Strings eine ganze Menge auf, auch wenn das binär ausschaut, 0, minus 1, 3. Kennt man anders da speichern, tut er aber nicht. Und auch wieder Daten, die im User Profil liegen. C Users Georgie Updata Roaming haben wir ja schon vorher kennengelernt. Ein häufiger gewählter Platz. Dann kommt Model Maker Tools, das ist sozusagen die Firma, glaube ich. Dann das Produkt, Simple Minds, dann die Version und dann kommt erst die Datei. Ist vernünftig strukturiert der Pfad. In der Registry findet man solche Strukturen auch gelegentlich. Vernünftig strukturiert, man findet es auch blöd strukturiert auch, weil es ja keine Regeln gibt dafür. Es wird einfach eingeschmissen und wieder herausgeholt. Und nachdem das eh immer dasselbe Programm ist, das das braucht, ist es eh wurscht, das verwaltet seinen Teil eben selber. Das ist völlig transparent, so ein Key und was drunter ist. Ich habe noch ein schönes Programmli, das ist das, was da oben ein stilles Dasein fristet, wo gerade steht 38,8 Kilobit pro Sekunde und so weiter. Dieses Programmli heißt Deometer und dieses verwaltet interessanterweise sogar die Serial Number in der Registry. Aus diesem Grund habe ich mir gestattet, einen Teil davon auszulöschen, damit ihr nicht alle mit meiner Serial Number Deometer spülen geht. So, Registrierung von Anwendungen. Fragen bis jetzt? Eh nicht, gell? Registrieren von Anwendungen sind auch nur Beispiele, wie es verschiedene Hersteller machen. Eigentlich am richtigsten und am wahrhaftigsten wäre es eigentlich so, wenn man schaut. Gespeichert werden Programme, wenn sie für alle User gespeichert werden, werden sie sowieso unter Local Machine verwaltet. Haki Local Machine Software. Und was kommt als nächste Stufe in dem Software? Da kommt dann eigentlich die Firma. Da sieht man zum Beispiel Acronis. Ich werde es ein bisschen größer machen, dann seht ihr es besser. Acronis, Cyberlink, Dell, Dolby, das ist DVD-Video-Software, ein Downloader von YouTube und so Sachen. Genauso findet sich hier auch ein Microsoft-Schlüssel. Und unter Microsoft findet sich dann irgendwann einmal ein Office, nur um eines zu nehmen, Office. Darunter kommt die Versionsnummer. Ist nicht alles gleich strukturiert. Unter 15
gibt es einen Teil von den Schlüsseln nur. Aber es findet sich hier unter 16.0 ein Word, es findet sich ein Excel, es findet sich ein Access, interessanterweise. Aber vielleicht ist es gar nicht installiert. Ja, genau, ist nur ein Edinski da. Und dann erst, ja. Und was steht da rechts daneben? Nichts. Man weiß einfach nur, ein Word ist installiert. Aber das wäre eine Methode, um ein Programm aufzufinden in der Registry, ohne suchen zu müssen, wenn man eine Idee hat, wie die Firma heißt und wo es lang geht. Also mit dem Acronis ganz am Anfang. Der macht es anders. Der wird zum Beispiel, wie heißt das Ding? True Image. Acronis True Image. Die Launch. So, dann weiß man das auch. Das kommt da gar nicht vor unter Local Machine. Das kommt nur unter User, unter Current User vor. Der Bitte? Ja. Danke. Ich habe einen großen Bauern abgestellt. Kommt erst, gell? Ja. Es ist von Interesse, dass wenn man ein Programm deinstalliert, nicht unbedingt dieser Eintrag unter Applications, das sollte man vielleicht erwähnen. Ich danke dann. Kannst du die Kamera ein bisschen nach rechts tun? Dankeschön. Unter Haki Classes Root Applications. Viertel so. Alles da? Unter diesem Key werden Applikationen gerne registriert, ist nicht zwingend, kann gemacht werden, manchmal kommt jetzt auch nicht gemacht. Da ist zum Beispiel ein Freeplane, wie man das deutlich sieht, mit einem Shell Open Command dahinter. Mit dem berühmten Pfad und Prozent 1 registriert. Das ist eigentlich nur dazu da, dass das System weiß, welche Programme installiert sind. Das ist so das Verzeichnis der Applikationen. Kannst du da bei Software noch ein bisschen runterscrollen? Da gibt es, glaube ich, ein Minimum-T. Ja, mache ich gleich. Ich habe aber die Reg-Edit schon wieder geschlossen. So, was möchtest du? Local Machine oder Current? Microsoft? Ja? Local Machine? Oder Current User? Was hättest du gern? Local Machine. Local Machine? Software? Dann Microsoft, dann WinMT, glaube ich, hast. Ich glaube, das ist unter Current User, was du mich fragst. Schauen wir mal. Wo ist es? Windows NT wird das sein. Nein, WinNT. Windows NT heißt es. Ja. Ja? Windows NT. Current Version. Und wenn es direkt auf Current Version, ja, eventuell auf Current Version direkt draufklicken oder es muss. Na, was willst du finden? Das sind zum Beispiel so Lizenzierungsinformationen oft drin und solche Sachen. Ja. Das ist so zum Beispiel Registered Owner. Wo steht George, das? Ja, Register. George, ja. Das ist das, was du damals mit der Installation angegeben hast. Ja, genau. Ich habe schon ein paar Mal so Rechner gehabt. Der Name. Ja. Das George.cccrd ist der Name des Users.
Das ist das, was du damals bei der Installation von Windows als, ja, du bist gefragt, ja, welchen User willst du das registrieren? Ja, genau, das ist ein Microsoft-User und der, genau, heißt so. Nein, das ist nicht der Microsoft, das ist die Lizenzierungsinformation. Ja, schon, aber das ist der Microsoft-User, der verwendet wird dafür. Also, wie gesagt, Beispiel. Ein Freund von mir hat sich zum Beispiel einen gebrauchten Laptop gekauft, den wollte er firmenmäßig als Versicherungsvertreter verwenden. Der letzte User, wo er den gekauft hat, hat eingegeben, registriert für Mickey Mouse. Jetzt ist er zum Kunden gegangen und immer wenn er ein Programm aufgemacht hat, dann ist er registriert für Mickey Mouse. Das hat er nicht professionell gefunden. Ja. Kann man nachher dann da drinnen nochmal umändern, dass dann andere Lizenzinformationen da drinnen, ja, auftauchen. Ja. Ja. Firmenname eingeben, wenn man den irgendwo gekauft hat im Internet und auf einmal steht da noch der alte Firmenname drin. Ich habe zu ihm gesagt, setz dir den Rechner neu auf, dann kannst du den neu alles wieder eingeben. Und er hat gesagt, da sind so viele Programme installiert, er will das gleich so haben, wie es ist. Der will es gleich behalten. Ne? Da haben wir da drinnen ein paar Sachen umgeändert, ja, damit er nachher dann seine eigene Sache wieder drin hat. Der heißt, ihr habt seiner Leiche die Fußnägel lackiert. Ja. Ja. Ich glaube, auf dem Laptop waren 300 Programme installiert, er hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben so viele Programme gehabt. Er wollte es halt einer verwenden. Ne? Wobei er natürlich bekannterweise auch keine Lizenzen dafür hatte. Für das Windows Show, aber nicht für die vielen Programme, die er gehabt. Ja, so ist es. Das war ja der Chef. Da gibt es ein paar lustige Sachen, die man im Nachhinein was ändern kann. Ne? Es gibt natürlich auch Tools, mit denen man das mit einer genügend geführten Oberfläche machen kann, dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ne? Ja. Nein, es ist. Die Tools wieder finden, ne? Wie bist du drauf gekommen, wo das ist? Microsoft macht so MOC-Schulungen und das steht bei denen nichts drinnen. Aha, und wenn man so eine Schulung nicht gemacht hat, weil wir sind ja muss man im Internet für googeln. Ja, da findet man was oder man sucht einfach herum in der Registry. Ja. Wo kommt Mickey Mouse vor? Genau. Und dann kommt man auf die Idee, dass das da ist, das, aber da steht ja noch viel mehr da, ja, was von Interesse ist. Und da findet man dann sich zurecht, was in der Registry alles schön und gut ist. Vor ein paar Jahren habe ich mich viel besser ausgehend in der Registry, aber wenn man nicht dauernd drin herumguckt, so verliert man das Wissen eh sowieso wieder. Das ändert sich bei der nächsten Version wieder. Ja. Ist aber viel gleich geblieben, wenn ich so schaue. Ja, ich war das letzte Mal, glaube ich. Gut, das war ein guter Hinweis mit dem Windows NT. Hast du noch was, oder? Da sind auch so andere Spompanaten drinnen, wie letzten User ausblenden, der sich angemeldet hat und solche Sachen. Ja, entweder man sucht sich in der Programme dann eine Oberfläche, dass das jetzt durchgeführt macht, oder man findet da alles Mögliche da drinnen. Man muss da wirklich schon nachschauen suchen. Ja. Ich habe Zeit lang in die Computerzeitschrift immer die ganzen Registry-Tipps gesammelt. Ne? Ja, du weißt das. Ich habe noch nachgeschaut, welche Spuren ein Programm Total Commander hinterlässt, wenn man ihn installiert. Das ist von einem freundlichen Schweizer geschrieben. Diesler. Richtig. Und ich habe jetzt das erste Mal einen Screenshot verwendet von den Power Tools i10 oder X, ich weiß nicht, wie es heißen soll. Und da findet man, das macht das anders, das sucht die ganze Registry und listet es dann auf. Da sieht man also jetzt zum Beispiel, aha, wie kann ich das am besten? Ja, genau. Da herüber sieht man den Pfad in der Registry, da sieht man den Wert und ganz daneben, da kann ich wieder nicht hin. So, jetzt geht's. Und ganz daneben sieht man, was der Value ist von dem Wert, also die Daten. Man sieht, dass das mehrfach hinterlegt wird mit dem, der Gisler war geil, der hat das unbedingt unter Classes Root und unter Current User unbedingt zweimal machen müssen. Und unter Local Machine hat er lediglich den Uninstall-String gespeichert. Ja. Und es findet sich natürlich auch unter einem bestimmten Schlüssel der Weg
zum Programm selbst mit dem Total CMD64.exe. Was ein kleiner Hinweis darauf ist, dass das der Rechner 64-Bit-Rechner ist. Ich habe noch was anderes verwendet, weil wir doch vor einiger Zeit ein anderes Programm. Wann hat das deinstalliert, etwas überbleibt? Bitte? Das war interessant gewesen, was überbleibt, wann hat das sonst für deinstalliert? Ja, das habe ich vorher. Habe ich an. Wo war die Folie? Das ist schon länger her. Da zum Beispiel sieht man das. Wirst. Freeplane-Exe, seht ihr das? Das untere Gelbe. Das Programm existierte zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, existierte auf meinem Rechner. Mittlerweile existiert dieses Programm nicht mehr, ich habe es deinstalliert. Der Key ist aber immer noch da. Also die Schlamperei ist riesengroß beim Handhaben von solchen Informationen. Das ist der Müll, was das dann ganz langsam macht. Ja, also der eine Eintrag macht es so nicht ganz langsam. Ja, aber wenn er von den 300 Programmen da 20 deinstalliert oder noch immer den. Ja, dann sind halt die 20 Schlüssel noch immer da. So, da, ich habe festgestellt. Die Schlüssel sind vielleicht wurscht. Ich habe nur nichts was runtergeladen gehabt und habe irgendwas so ein Hackerl übersehen von der Software, was überhaupt noch versteckt sind. Dann ist gestanden, es gibt ein Programm Baseline, das soll ja ein eigenes E-Passwort-Verzeichnis sein, ob ich das installieren will und das ist so super, ich will das nicht, weil ich anderes habe, ob es wieder deinstalliert. Und trotzdem, immer wenn ich den Browser aufgemacht habe, hat es zuerst eine Seite von den Baseline gemeldet und dann bei jedem Blabla dazu. Also ich kann ja nur machen, was ich wollen habe, das Baseline ist in den Browser nicht verschwunden. Jetzt bin ich dann in die Registin reingegangen, habe also nach dem Suchen Dashlane eingegeben und obwohl es deinstalliert war, unglaublich, mehrere hundert Mal ist das vorgekommen, ich habe das jetzt gehört. Aber in so einem Fall empfiehlt sie immer unbedingt vorher, bevor man sowas zu sichern, dass wenn immer mehr hochkommt, dass sie wiederum ja, in dem Fall mit einem Wiederherstellungspunkt, weil so viele vorkommen sind. Wenn du Windows was installierst, was nicht zertifiziert ist, macht automatisch unter. Ja. Aber es ist natürlich eine mühsame Geschichte, weil ein Registry nach zwei Jahren spät ist so aufgelaufen. Schneller wird die Kiste. Nein, natürlich nicht. Da war es ein unangenehm, da ist weniger gegangen die Zeit. Die Maschine ist schlecht gerunter, weil ich jetzt mit dem Öffnen vom Browser habe das geschissene Dashlane gehabt. Ne? Ich habe es weggebracht, aber ich war überrascht, dass es wirklich mehrere hundert Male vorgekommen ist. Und ich habe mir schon gedacht, bei uns kommt das dann auch vor, immer wieder, das war ein Dashlane. Das war nicht eine leichte Schuld von Windows, muss man ehrlich sagen. Ja, von der Programmierfirma, die muss das machen. Also das Dashlane ist mir gut bekannt. Es wirbt nämlich auch hemmungslos auf Facebook und dort kommt es einmal jeden Augenblick vor. Ja, hier wollte ich noch ein Beispiel bringen von einem Programm, das eigentlich gar nicht installiert wird. Das ist also, wir haben ja mal vor kurzem diese Portable Programs Vortrag gehabt und ich habe hier ein Programm, das man wie ein Portable Programm einfach nur wohin kopiert und startet und geht schon. Wenn man es gestartet hat, hat es sich registriert unter Classes Root als Friendly Name Security, als Application Company Engineer Host Horst Schmidt und dann gibt es noch die Dateierweiterung, die ist extra zu machen, da sagt man ihm, dass man das haben will. Dann macht er dass man die Dateierweiterung .sec auf Security-Exe führt. Da ist das Default-Icon und das Open-Command. Das läuft deswegen hier unter Program-Files x86 Security, weil ich es in diesen Ordner, den habe ich selbst angelegt, hineingelegt habe. Also nicht installiert, sondern hineingelegt. Man kann es auch nicht deinstallieren. Aber ich wollte es der Ordnung halber dort haben, wo die anderen auch sind. Nur weil es eben Kasten hat, Portable Programs, macht nichts in der Registry. Unter Haki Current User findet man wieder eine ganze Menge dasselbe. Und unter Local Machine hat man dann
auch noch einmal Default Icon und den Command String, wie man aufruft. Also das ist schon relativ viel. Zu dem Thema sehr gut passen. Wenn du ein Portable Apps startest, du hast das Programm schon auf deinem Rechner und willst vielleicht nur eine neue Version probieren, ja, gibt es Kollisionen, muss man aufpassen. Weil eben. Ja. Jetzt ist mir bewusst, ich habe vor Jahren das Photoshop in der Krieg verwendet gehabt und habe dabei den regulär lizenziert. Es gibt aber so ein paar Nebelversionen von diesem Photoshop auch. Und weil ich das weitergegeben habe, denke ich, probiere das aus. Hat mein Programm zerstört. Weil, wie gesagt, wenn die Register reinschreibt, da haben wir aber meins zerstört. Gut, jetzt nicht installiert, installiert, war repariert, aber diese Portable-Version macht dann auch gute Sachen kaputt. Ne? Ja. So, einen kleinen Blick im Benutzerkonten, was denn das ist. Das ist, wenn man unter HKEY-Classes, Entschuldigung, HKEY Users nachschaut, findet man immer den Schlüssel S1518. Der ist das lokale System. Das habe ich dazu geschrieben, lokales System. Das ist nicht im Regel jetzt gestanden. Das heißt, loggt sich ein anderer User ein, gibt es wieder genauso ein S1518 mit dem lokalen System, nur ist eben der andere User. Man hat also unter HKEY Users, so wie es da hier steht, nicht alle definierten User vom System, sondern man hat die User, die für einen bestimmten Systemlauf definiert sind, aufgelistet. Und wenn man sich anschaut, was das ist, wo ist das? Habe ich das nicht da? Ah, oh ja, da unten. Das will nichts. Das ist die Folie, du kannst nicht. Das ist die Folie, genau. Ja, ich müsste es umschalten, dann haben wir das gleiche Problem wie vorher. So, wenn ich jetzt da draufklicke, kommen wir hin und da sieht man, wenn mein Windows was erzeugt, mal schauen. Da gibt es eine ganze Latte von well-known SIDs. Die sieht man da wieder nicht. Gut. Jawohl, ich mag's, danke für den Hinweis. Aber jetzt sieht man es. Ja, genau. Well-known SID heißt es so schön, da findet man eine SID, die heißt S10, eine 100, eine 11 und da sieht man, was daneben steht, die Null Authority, Nobody World Authority, das sind Sachen, die hat Microsoft erfunden, um irgendwie zu verwalten, was denn da verwaltbar wäre. Und irgendwo, wenn man weit nur schaut, findet man den S1518 und da steht lokales System. A Service Account that is used by the Operating System. Alles sind bei Operating System used. Aber dann gibt es auch das NT-Authority und System und Administrator und Guest und ich weiß nicht was alles noch. Eine von diesen Ziffern, von diesen SIDs, sind also wo sind wir jetzt? Bei den User Profiles? Ja, genau, da sind wir wieder. Nur kurz angestreift zu dem Thema, damit man weiß, dass man nicht was sucht in der Registry, was man dort gar nicht finden kann. Und wenn man jetzt nachschaut unter S1518, findet man unter Software Microsoft Identity CRL, ich weiß nicht, was das heißt, aber Credit, irgendwas,
keine Ahnung. Wurscht, findet man einen Key, der heißt, der ist mein Username, georgie.ccc.at, und dann schreibt man den Display neben, steht dort Georg Zamis. Das heißt also, was im Local System geladen ist, ist der Georg Zamis, der ist der, der sich eingeloggt hat, zu dem Zeitpunkt. Ist auch schon alles gewesen zu den Usern, mehr wollte ich zu den Usern gar nicht sagen. Falls man den Administrator umbenennt, kann man über die ID herausfinden, welcher von den umbenannten Namen der Administrator ist. Ich weiß nicht, ob man das tun soll. Also, ich habe mir den Spaß gemacht, dass ich den Gast in Administrator umbenannt habe und den Administrator in Gast. Aber wie gesagt, wenn einer in die Registry reinschauen kann, weil er zum Beispiel jetzt da extern hochbootet und direkt auf die Festplatten schaut oder so, kann er sehr wohl ganz einfach auflesen, nachher dann jetzt, wer der Administrator ist und wer der Gast ist anhand von dieser SIDs. Aha, kann man das. Ja. Na gut. Also man hat das macht wir haben standardmäßig, dass man es verschlüsselt. Wir haben noch ein paar Folien, die sollte man noch relativ schnell durchgehen. Und der Gehalt der Informationen, was man so alles aufhebt, oder was die Programme so alles aufheben, und der Current User Software Microsoft Office 16 Word Options, findet sich ein ganzer Kübel von D-Words und manche Regex-Z-Strings. Wir haben das schon einmal hergezeigt, das Ding. Ich wollte nur sagen, es ist eine ganze Menge Dinge, die da drinnen aufkommen werden. Office-Programme verwenden sehr gerne die Registry, um die Daten aufzuheben. Sogar Microsoft Office Outlook verwendet die Registry, um die Profile aufzuheben, aber die Profile sind so abgelegt, dass man damit nichts anfangen kann. Also es hilft einem überhaupt nichts, wenn man weiß, wo die Profile stehen. Die Profile sind manchmal beknackt bei Outlook, dann stürzt Outlook ab, dann muss man ein neues Profil erstellen und die ganzen E-Mail-Accounts, die man hatte, neu eintragen, und das ist halt eine mühsame Geschichte, das ist mir erst unlängst wieder passiert. Und dann geht der Laden wieder. Aber es hat mir nichts genutzt, dass ich weiß, wo das liegt. Ich könnte auch ein Backup davon haben. Ich weiß. Nein, es wird mir nichts nutzen, weil ich kann nicht ein Backup von irgendwas machen. Ich muss ja wissen, von was ich ein Backup mache. Also bringt mir das nichts. Das ist ja, das war halt Herumtasten im Dunkeln und das ist schlecht. Also wie auch immer. Was das Ding noch aufhebt und Current User, Microsoft Office 16, bla bla bla. Reading Locations. Von Document 0 bis Document 7, also 8 Stück insgesamt, hebt sie das auf, die zuletzt geöffneten Dokumente. Und der Security wird aufgehoben, die Trusted Locations. Also wenn wir das schauen wir uns vielleicht in der Registry an. Software, Microsoft Office, da haben wir es, bin schon zweit gefahren, Office 16 Word und alle aufmachen und das Security. Gibt es hier etwas Trusted Locations? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Trusted Locations sind. Das sind, bei Word kann man in einem Dokument auch Programmcode in VBA hinterlegen. Das ist für diese Mails, die Spam-Mails, wo auf einmal. Ja, genau. Das war einmal. Heutzutage ist es selten nur mehr. Und je nachdem, von wo ein Dokument kommt, werden diese Programme, die in so einem File drin stehen könnten, ausgeführt oder nicht ausgeführt. Und das wird über sogenannte Trusted Locations gesteuert. Und da gibt es eine Location 0, die ist Updater Microsoft Templates, und eine Location 1,
die ist irgendwo, wurscht wo, Templates, und dann gibt es noch eine Location 2, die ist Word Startup. Das gilt also hier, die Trusted Locations gilt also nur für Templates, für Dokumentvorlagen, die solchen Code beinhalten. Und das wollte ich nur erwähnen, die werden da drinnen gespeichert. Unter Word Files. File Options. Trust Center. Trust Center Settings. Na, da nicht. Aber in der Gegend lassen Sie. Trusted Location links oben. Wo bitte? Links oben. Ah ja, so. Haben wir schon. Da stehen die drei untereinander. Das ist der vorgesehene Weg, dieses Ding zu beäugen und auch zu verändern. Und nicht in der Registry. Aber auf die Weise sind wir drauf gekommen, wo es ist. Nutzen. Jetzt kommen wir dorthin. Was habe ich denn davon? Das fragt sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Was habe ich denn davon, wenn ich mich in der Registry ein bisschen auskenne und nicht ganz blind durch die Gegend gehe? Ich würde mal Folgendes sagen. Sich ganz allgemein, dieser Vortrag sollte dazu dienen, sich ganz allgemein Wissen über die Funktionsweise von Windows anzueignen. Weil wenn man weiß, was in der Registry drinsteht und wie das verwendet wird, wenn man das erahnen kann, dann lernt man was von Windows, was man sonst nicht lernt. Also das ist ein Aspekt von dem Ganzen. Man kann Fehlerbehebungen oder Änderungen, Abänderungen nach Anleitungen von Microsoft, da gibt es oft Anleitungen von Microsoft, die ein Handhaben der Registry erfordern, dann kann man das machen, ohne dass man gleich fürchterliche Angst kriegt. Aber die sind auch durchmessen, die waren nur für sich. Gell? Bitte? Die sind halt bei Microsoft selber oft mit Warnungen versehen. Ja, sie sind immer mit Warnungen versehen. Man kann, wie man von hier gehört hat, Fehlersuche betreiben und nachschauen, falls man was findet, wenn sich das System seltsam verhält. Hast du auch vorhin gesagt. Ja? Man kann, wenn man sich auskennt, es gibt da zwei Keys, die von Interesse sind, oder drei, entfernen und setzen von Autostart Entries. Heutzutage würde ich das nicht mehr tun, weil es gibt ein wunderschönes Programm von SysInternals, das heißt autoruns.exe, das ist gratis und mit dem kann ich das sehr schön verwalten. So gut kann ich mich in der Registry gar nicht auskennen. Der gute Mann, der das gemacht hat, der kennt sich noch besser aus. Na, wo das alles versteckt ist, glaubst du nicht. Ja, aber der weiß das. Dann habe ich. Autoruns heißt das? Autoruns? Ja. Autoruns mit S. Von Microsoft. Die hat es gekauft. Aha. Also der hat den Programmierer, hat seine Programme gekauft. Autoruns, R-U-N-S. Aber du brauchst das nur eintippen in Google, aber es ist das ohne S. Autoruns. Auch wenn du das ohne S suchst, findest du das. Autoruns, das steht eh da. Ja, Exe. Da Autoruns. Autoruns Exe, ja. So, ich habe den Franz gefragt. Der Franz hat gesagt, naja, man kann die in der Registry herumfuhrwerken, kann man dazu verwenden, um ein Programm, das von C installiert ist, nach D übersiedeln. Wobei ich sage, das empfehle ich nicht. Wenn es ein installiertes Programm ist, dann soll es das gefälligst deinstallieren und drüben wieder installieren. Dann wird es nämlich wesentlich sauberer sein und wird mit den vorhandenen Mitteln gemacht, mit denen die vorgesehen sind dafür. Ich habe den Werner Ilsinger befragt,
wenn er in der Registry was tut, und er hat gesagt, nur wenn es irgendein Problem gegeben hat, dann hat er was gemacht. Und nur dann, wenn Microsoft Knowledge Base die Manipulation der Registry nahegelegt hat. Sonst hat er gesagt, sonst krame ich nicht in der Registry herum. Bitte? Ja? Und der Günther, der hat auch was gesagt zu dem Thema. Der hat gesagt, in der Registry, nur wenn es nicht mehr anders geht, es kann gut gehen oder auch nicht. Die Nebenwirkungen sind nicht so einfach vorhersehbar. Da sind noch fehlende Verknüpfungen zu Programmen, also die Dateiverknüpfungen, das geringste Übel. Also er ist auch kein Fan von in der Registry herumvorwecken. Und ich würde sagen, schreibenderweise in der Registry herumvorwerken, das tue ich auch kaum. Löschen. Fast nie. Ja, Relikte kann man löschen. Ja, das tue ich fast nie. Ich lösche auch nicht alles, was Überbleibsel sind. Das tue ich nicht. Ich lasse das, wie es ist, weil es kommt sowieso ein neuer Rechner dann bald einmal. Und dann kommt gar kein neues Windows daher. Ja, das tue ich wahrscheinlich nicht. Nein. Warte, aber wenn du so Funktionen hast, du kannst die TV abonnieren und dann geht es wieder wesentlich schneller. Ja, das. Ich komme gleich auf diese Tune-Up-Utilities zu sprechen. Dauert nur ein paar Minuten. Autostartinformationen wollte ich erwähnen vom SysInternals Autoruns. Und wie es in der Registry zu finden ist. Nur damit ihr mal, wenn ihr wo was lest davon, dass ihr schon mal gehört habt. Es gibt unter HKey Local Machine einen Run Key. Im PDF nachschauen, ihr braucht nicht alles vorlesen. Da findet man, im Run Key sind der Reihe nach Programme gelistet, die ausgeführt werden beim Start des Systems. Ich glaube, noch bevor sich einer einloggt. Bin nicht sicher. Aber jedenfalls gilt das für alle User. Es gibt einen Run-Once-Key, das ist einer, der gelöscht wird, wenn das Programm, das dort steht, einmal ausgeführt worden ist. Also wenn ein Programm besonders lästig sein will, dann erzeugt es einen Eintrag im Run-Once-Key und wenn es dann neu gestartet wird, wird es gestartet, das Programm, und der Key wird gelöscht. Und wenn man das Programm beendet, schreibst du geschwind an Run-Once-Key und dann geht es schon wieder weiter. Und da wird man auch nie los. Das sind so die lästigen Programme, die immer glauben, sie müssen einen Trick verwenden. Ja, aber der Trick ist ja im Windows schon eingebaut. Bitte wie? Der Trick ist ja im Windows schon eingebaut. Was? Das Run Once. Ja, natürlich. Das wird der ist da, du bist da. Da braucht ihr nur einen Key einbauen unter Run Once. Ja, ein Programm eintragen, dann wird das einmal ausgeführt. Ja, schon, aber Windows selber hat das, Microsoft selber hat das eingebaut. Ja, natürlich. Ja, aber die Gemeinheit von Programmen, beim Beendigen des Programms noch schnell einen Run Once ja. Eintrag zu erzeugen, nur damit sie das nächste Mal da wieder drauf kommen, aber wenn schon jeder das analysiert hat und sagt, na, da kommt eh nichts mehr. Da ist schon Ruhe, der Run-Once-Key ist nichts, fahren wir runter und fahren wir wieder rauf und sie ist schon wieder da. Da wundert man sich dann. Wie kriege ich den auch? Das Programm weghauen. Das Programm weghauen. Oder mit den Ausschuss. Es gibt auch noch den Autostart-Key. Den Autostart-Key unter dem Local User Profile oder auch unter Program Data, das heißt im All User Profile, wo Programme eingetragen werden oder eingetragen werden können von Hand. Ich möchte gern haben, dass das gestartet wird. Das ist also benutzerverwaltbar, diese Schnittstelle. Alle miteinander werden aber vom hervorragenden SysInternals Autoruns verwaltet. Da sieht man ganz genau, es gibt einen Run-Key, es gibt verschiedene. Holt euch das Programm, startet es einmal und schaut es rein. Da lernt man unheimlich viel. Man lernt zum Beispiel auch, dass da in der Mitte eine gelbe Zeile ist, wo steht File Not Found, dass da ein
Eintrag in einem Run-Key vorhanden ist, was das Programm schon immer mehr gibt. Hat man auch super verwaltet. Man hat es deinstalliert, aber den Run-Key hat man nicht weggenommen. Übrigens nur ein kleiner Hinweis. Es hat sich bei mir zum Beispiel sehr bewährt, alles aus dem Autoran herauszunehmen, was man nicht wirklich braucht. Ja. Dann wundert man sich, wie schnell auf einmal ein PC starten kann. Ja. Ich glaube, das Babylon Information Tool, glaube ich, will man nicht am Rechner haben. Wo ist das Babylon Information Tool? Da bei Nachagonis. Wo ist das? Babylon Information Tool, wenn man das zweiten hat. Ja, also ich will das Babylon sehr wohl haben, weil das verwende ich, um mehrere Sprachen zu übersetzen oder nachzuschauen, was das in einer anderen Sprache heißt. Okay. Es sammelt halt nur Daten und schickt es nachher weg. Also ja, ist mir wurscht. Sie wollen ja lernen. Was sollen Sie schon sammeln? Es geht nach Israel. Es ist praktisch, aber es sammelt Daten. Es weiß keiner, wo so alles sammelt wird. Ja, aber. Also, ich habe bis jetzt keine schlechte Erfahrung damit gemacht. Es ist ein Programm, das man in einer Pro-Lizenz kaufen kann. Ich habe, glaube ich, schon 5 Lizenzen gekauft im Laufe meines Lebens. Und jetzt verwende ich eine freie Lizenz und die wird wahrscheinlich noch mehr heimwärts plaudern. Na gut, dann ein bisschen ein Ausgleich muss auch sein. Ein bisschen was für Israel und viel für die USA. Ja, bitte. So sind wir nicht. Wie auch immer. Also da haben wir das Autoruns, das ich sehr empfehle, mit dem Autoruns sich einmal seinen Rechner anzuschauen. Ich habe den extra nicht bereinigt vorher, weil sonst war die Liste viel kürzer. So, welche Programme verwendet man, um in der Registry was zu tun? Als erstes verwendet man die Systemsteuerung. Wenn man das möchte, auch im sogenannten God-Mode. Kennt ihr den? Ihr braucht es nur im Internet googeln, nach God Mode. Da findet man dann, ich schaue mal nach, ob ich das vielleicht geschwind kann. Der Franz hat das vorgestellt oder vorstellen wollen. Wolltest du das nicht heute dazu? Nein, das kommt in der Nachlese. Das wird auch gelistet unter alle Aufgaben. Gibt es auch Funkstellen zu solchen Sachen? Geheime Funktionen in Windows 7, 8, 10 freischalten. Mein Internet ist sehr langsam, weil das geht. Da unter Programmen, Features? Nein. Da gibt es auch jede Menge zum Freischalten. Ja, weiß ich nicht. Ich glaub nicht, dass das gibt. Es gibt nur eine einzige Geschichte, die von Interesse ist bei dem Ganzen, nämlich wie ein Folder zu benennen ist, damit der God-Mode funktioniert. Es ist nichts anderes als die Systemsteuerung in einer spezifischen, in einer besonderen Ansicht, in einer speziellen Ansicht. Wo steht das jetzt? Ah, das muss man über die Bilder machen, das ist ja wieder lästig. Umbenennen. So. Geben Sie folgenden Ordnernamen ein. Genau, da ist er. Das ist der richtige Punkt. Das hier ist das Einzige, auf was es ankommt. Ich muss einen Ordner anlegen, der eine Dateierweiterung hat. Und die Dateierweiterung muss eine CSID sein, eine ganz bestimmte Class-ID. Punkt, geschlungene Klammer auf, der ganze Affenschwanz und hinten wieder zu. Und den ganzen kann man God-Mode nennen, den kannst du auch Militant nennen. Das ist ganz egal, wie das Ding heißt. Ja? Das wurscht, wie es heißt. Nur wenn man nach God-Mode sucht, da findet man was im Internet. Nach Militant suchen hilft nicht. Wenn man das umbenannt hat, in dieses Ding verschwindet die Dateierweiterung, der Folder heißt nur mehr God-Mode und er bekommt ein Icon von der Systemsteuerung. Und wenn man das Ding dann startet,
zeige ich euch gleich, schaut das so aus. Ja. Wo ist er? Der kommt gleich. Da steht drinnen. Anmeldeinformationsverwaltung, Anpassung, Anzeige, das ist alphabetisch geordnet. Eine ganze Reihe von Sachen. Aber das ist nicht I und alles, was mit I anfängt, sondern es ist die erste Ebene ist alphabetisch sortiert. Und da steht zum Beispiel jetzt Infrarot, Datei senden oder empfangen oder Internetoptionen und alles, was zu Internetoptionen gehört. Das ist eine recht praktische Auflistung der Systemsteuerung. Das gefällt mir sehr gut. Also wenn schon, dann kann man auch den God-Mode so auf seinem Rechner installieren. Das könnte von Interesse sein. Ich habe es nicht abgezählt, das ist mir zu viel, aber wenn du das gern machst, sagst du es uns dann. Die Bildzeitung, der Computerbild, hat gemeint geheime Funktionen. Übrigens, die Class-ID, die man da angeben muss, die gibt es natürlich in der Registry. Und dort steht auch tatsächlich All Tasks daneben und nicht God Mode. Also, die Systemsteuerung ist das eigentliche Mittel, wie es bisher war, und die App-Einstellungen, die man also unter Windows 10 zum Beispiel hier auf der Seite findet, da Einstellungen, da kommt dann dieses Fensterchen, das kennt ihr eh alle. Ja, das ist die zweite Oberfläche zum Veränderungen von Einstellungen, Updates zu machen und so weiter und so fort. Welche weiteren Programme? RegEdit, das ist auch von Microsoft zur Verfügung gestellt, deswegen habe ich nicht dazu geschrieben Finger weg. Die PowerTools 10, die ich verwende, enthält ein Tools für Registry suchen und ersetzen, kostet $30, da gibt es dann Tuner Utility, die das kennen, kosten auch zwischen 5 und 10 und 20 und mehr Dollars, und die können alle eine Unmenge von Sachen und sind mit relativ wenig Geld zu kriegen. Die Frage ist, vertraue ich der Firma meinen Rechner an? Das ist doch eigentlich die Hauptfrage. Ich kann da drinnen alles mögliche Zeug löschen und ich bin drauf gekommen, wenn du zum Beispiel ein Office installierst. Früher konnte man das noch, dass man ausgesucht hat, welche Programme von Office will ich installiert haben. Das geht heuer nicht mehr. Heute kriegst du das ganze Office auf einmal. Früher war das so, dass du zum Beispiel Access oder Outlook, das sowieso, das geht auch jetzt noch, nachinstallieren konntest. Ich kann das Office nicht installieren, was ich will. Was kannst du installieren? Word, aber nicht Excel. Ja. Das kannst du. Wenn ich Benutzer definiert auswähle, dann kann ich machen. Aha, ja, okay, gut. Und die Registry wird aber vorbereitet für das ganze Office. Korrekt. Ja? Das heißt, ein Tool, ein Tune-Up-Utility, würde sofort meckern, dass da so und so viele tote Einträge drinnen sind, wo nicht einmal die Files zu finden sind, auf die es verzeigt. Weil die sind vorsorglich eingetragen worden, weil wenn ich sie installiere, sollen sie ja da sein. Ist eine Methode von Microsoft, die seltsam ist, aber sie ist eben so. Und weil ich weiß, dass es in Ordnung ist, wenn Leichen in der Registry herumvegetieren, und weil ich weiß, dass es auch welche gibt, die nicht zu vegetieren haben, kann ich mich leider nur auf die sichere Seite bewegen und sie nicht löschen. Gut, wie auch immer. Dieses Tool habe ich nur deswegen genommen, weil es suchen und ersetzen kann. Ist sehr, sehr praktisch. Suchen und ersetzen habe ich schon verwendet. Und nicht bloß an einer Stelle, sondern ich weiß nicht wie oft. Da man aber nicht genau weiß, was die Registries tun, ist Vorsicht geboten. Wenn du schon was machst, dann mach bitte ein Backup. Dann gibt es noch einen Registry Replacer, der ist ein bisschen billiger, den habe ich gefunden. Weil er eben billig ist, habe ich ihn erwähnt. Er funktioniert, er ist ein bisschen eine antike Software. Das stammt aus der Zeit, wo die HLB-Files
die Hilfe-Files der Wahl waren und nicht CHM oder sowas. Und er hat nicht einmal ein CHM-File, er hat nur HLB. Und unter Windows 10 kannst du Help-File, HLB-Files nicht mehr anschauen. Unter Windows 7 konnte man den WinHelp noch nachinstallieren, das geht jetzt nicht mehr. Ist ein langsamer als PowerTools 10 und ist ein altes Programm. Ich habe es erwähnt, ich habe es selber nicht einmal in Verwendung. Ich habe es nicht getestet, ich habe nichts gemacht. Ich habe es nur gefunden, weil es billig ist. Deswegen steht es da. Ungetestet auf eigenes Risiko. Es gibt eine Reihe von Registry-Scannern, Cleaner und Tuner, die man auch einstellen kann, so dass sie nur manche Sachen machen und harmlose Dinge, wie zum Beispiel der C-Cleaner. CC. CC heißt das Ding, ne? Ja, ja, genau. Den habe ich in Verwendung, der ist auch online, alle weit dran und löscht. Löscht aber nur ein paar Sachen, er löscht mir nicht meine Cookies und er löscht mir viele Sachen nicht. Und er tötet auch nicht die Registry, also ist er nur sehr, wie heißt das so schön, gezähmt unterwegs. Und Speicherplatz kriegst du. Bitte? Er rannt immer das Speicherplatz macht er frei. Ja, aber auch nicht viel, weil ich lasse ihm nicht so viel machen. Als Windows kann er selber die Cookies löschen. Kann man ja erkennen. Ja, aber ich will ja die Cookies auch haben, weil ich das nächste Mal wieder wissen will, wo ich war. Richtig. Die haben ja einen Nutzen, die sind ja nicht nur Spionage. Also die diversen Cleaner können nach toten, fehlerhaften und toten Einträgen suchen und nehmen dann Änderungen vor und du weißt unter Umständen nicht, ob das gescheit war. Und selbst wenn du ein Backup gemacht hast und du hast jetzt eine ganze Reihe von, also radikal alles, was irgendwie beanstandet wurde von dem TuneUp Utility, hast du so löschen lassen. Und dann startet das System neu und hurra, es geht 2% schneller als vorher. Weißt du jetzt, ob es geht? Ist jetzt gut? Ich habe bis jetzt noch keine negativen Erfahrungen. Ja, hast du einen Klick? Hast du ein Tool verwendet, was gut ist? Ich vertraue den Tools nicht. Ich habe zweimal eins verwendet und beide mal neu aufgesetzt. Und beide mal? Neu aufgesetzt. Na super. Die sind eh bekannt, oder nicht? Ja. Es gibt Windows 10 Tweak Tools. Gibt es auch, kann man auch verwenden. Oder du sagst, TuneUp Utilities sind gut und du hast. Na, du hast keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, ist in Ordnung. Ich habe schon lange noch Festplatte defragmentieren, Wedge-Defragmentieren. Es gibt aber eine ganze Menge von Sachen, die man schon gar nicht mehr braucht. Die hast du zum Beispiel SSDs im Einsatz, dann brauchst du nichts defragmentieren. Na dann sind sie weg. Das darf man gar nicht. Richtig, so groß sind sie und so viel brauchen wir noch. Ja. So, wir sind am Ende. Ich möchte nur noch einen Punkt erwähnen. Der Günther Hartl hat einen launigen Artikel über die Registry geschrieben und wenn man genau sieht, heißt sie hier Registry mit E, typisch Günther. Umgangssprachlich. Ja, ja, genau. Genau. Und sind in der PC News 146 zu finden, also ihr kennt es. Auf pcnews.at gehen, die 146er aufschlagen und den einen Artikel runterladen. Könnt ihr euch das auch durchlesen. Ist sehr nett, ich habe den Artikel gelesen und siehe da, ich habe schon wieder was gelernt. So, wenn ihr im täglichen Leben und in der Praxis Fragen habt, im PDF-File findet ihr dann auch einen anklickbaren Link, könnt ihr mir eine Mail schicken und fragen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wir sagen.